Bridgestone bringt mit dem heutigen Tage einen Reifen mit Notlaufeigenschaften namens DriveGuard auf den Markt. Ziel war es, eine Mindestgeschwindigkeit von 80 km/h über eine Distanz von 80 Kilometer vollkommen drucklos zu bewältigen. Geschafft hat das Bestreben Bridgestone durch eine verstärkte Seitenwand, die bei Druckverlust den direkten Kontakt der Felge mit der Fahrbahn verhindert, gleichzeitig weder Komfort- noch Sicherheitseinbußen im normalen Fahrbetrieb eingeht. Wer möchte schon einen Reifen möglicherweise nachts alleine auf dem Randstreifen einer Autobahn oder in sonstigen gefährlichen Situationen mit fraglichem Bordwerkzeug wechseln? Der Bridgestone DriveGuard kann im Falle eines Plattfußes zur Not auch bei Autobahngeschwindigkeit den Heimweg fortsetzen. Adesso coraggio, lo giro un po' per allargare il foro, togli il chiodo e poi adesso per accelerare per là, subito qua dove ci sono i workshop. Vor einem abschließenden Urteil habe ich die Möglichkeit genutzt, den Härtetest selbst durchzuführen. Knapp 40 Kilometer auf kurvenreifen Serpentinen mit Schlaglöchern und Aufpflasterungen sowie einer kurzen Autobahnetappe haben der Testrunde nicht im Wege gestanden. Wie man hier auf dem Video sieht, sind Kurvenfahrten Brems- und Beschleunigungsmanöver problemlos möglich, wenngleich der drucklose Reifen deutlich unpräziser reagiert und aus diesem Grunde die Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit durchaus berechtigt ist. In der Not ist der DriveGuard auf jeden Fall eine sehr gute Alternative, einen sicheren und soliden Heimweg anzutreten.